Guten Morgen Deutschland! Warum leiden wir? Und warum sind oft Dinge dafür verantwortlich? Das möchte ich euch heute versuchen aus meiner Sicht und aus meinen Erfahrungen darzulegen. Wenn ihr Lust habt, dann folgt mir auf dieser Reise. Als Alternative, wenn ihr gerade etwas weniger anspruchsvoll drauf seid, blende ich oben hier oben in diesen Infokarten meinen damaligen ersten Versuch bei McDonalds eine Bestellung aufzugeben ein. So, also unser Verhalten und damit unser Ego ist komplett von der Vergangenheit geprägt. Ein in dem Zusammenhang immer wieder gern zitiertes Beispiel ist das Kind, dessen Spielzeug weggenommen wird. Dabei ist es egal, ob es ein Kuscheltier, ein Indianer oder ein Matchbox-Auto ist. Das Verhalten der Umwelt und die damit einhergehende Konditionierung des Kindes, in dem Beispiel, dass das Spielzeug, was das Kind in den Händen gehalten hat, seins ist, das prägt und das ist entscheidend für die Gefühle. Nichts Reales oder nichts wirklich objektiv Existierendes ist dafür verantwortlich, sondern nur die Vergangenheit. Die Art des Spielzeugs macht in der Tat keinen Unterschied, maximal in der Intensität des Leids. Aber die Handlung der Spielzeugwegnahme wird eben immer Leid auslösen. Die Grundlage dessen ist das Wort meins. Der unbewusste Zwang, sein eigenes Ich durch den Zusammenschluss mit einem Gegenstand zu stärken, ist ein Grundsatzproblem oder sagen wir mal eine grundsätzliche strukturelle Basis unseres Geistes. Wir identifizieren uns mit etwas und wir möchten uns dadurch stärken, uns dadurch besser fühlen und uns mit dem Denken besser einordnen können. Wir haben einen tollen Sportwagen und fühlen uns jung und dynamisch oder eine super elegante Wohnung und sind dadurch in einem gewissen Personenkreis besonders anerkannt oder haben einen attraktiven Partner und stärken damit unser Selbstbewusstsein. Wir verbinden Dinge mit uns, wir machen Dinge zu unserer Persönlichkeit, wir identifizieren uns damit. Identifikation kommt von den lateinischen Begriffen idem, das bedeutet so viel wie gleich, und machen, das kommt von dem Wort verkehre oder Verkehr. Und das bedeutet also gleich machen. Wir machen uns etwas gleich, wir identifizieren uns mit etwas. Ich verbinde ein Ich-Gefühl mit einem Gegenstand und so wird es Teil meiner Identität. Und wenn das weggenommen wird, dann ist ein Teil von mir weg. Was aber de facto in der objektiven Richtlinie natürlich totaler Blödsinn ist. Aber andersherum kann man sein Selbst auch wunderbar aufwerten mit den Dingen. Man fühlt sich besser oder einer besonderen Gruppe zugehörig, wenn man bestimmte Dinge besitzt. Das ist ja der Kern von Marketing, von Werbung, den Menschen etwas einzureden, was ihn noch besser macht. Da wird nicht objektiv gesagt, Coca-Cola, das ist Zuckerwasser mit Koffein und hilft und versorgt dich ein bisschen mit Energie und pusht dich etwas, sondern Coca-Cola, das ist Freiheit. Coca-Cola ist das Beste. Alle andere Cola ist nur zweitklassig. Wenn du auch nur das Beste willst, das Beste bist, dann trink Coca-Cola und funktioniert. Oder denkt ihr, die Firmen geben so viel, so Unmengen an Geld für ihre Marketingabteilung aus, weil es keinen Sinn macht? Was Heidi Klum? Trinkt eine Tasche von Louis Vuitton? Heidi Klum hat Stil, ich will auch Stil, also hilft mir die Tasche dabei. Begreift ihr das? Ihr seid Dinge. Das ist in jedem von uns als Grundstruktur vorhanden, in jedem. Die Identifikation mit Dingen. Wir machen unser emotionales Leben davon abhängig und die Dinge müssen nicht immer etwas Materielles sein. Es kann auch eine Lebensart sein, wie ich bin ein Veganer. Da ist erstmal völlig unerheblich, wie man dieses Wort, dieses Ding ausfüllt. Man gehört es einmal dazu und wehe, man erfüllt diesen Begriff nicht, dieses Ding. Ich erinnere an ein Gedankenbeispiel von mir, ein Gedankenspiel, wo es um die Bratwurst ging. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass man also sagen, eine Bratwurst isst und damit Tierleid vermeidet, wenn es denn so wäre. Und bei diesem Gedankenexperiment habe ich euch gefragt, wie ihr dazu steht. Und da kam Sturm der Entrüstung und sagte, wie kannst du nur sowas fragen? Ein Bratwurst ist böse, das ist nicht vegan. Da gibt's nichts zu diskutieren. Das ist meine Identität. Das bin ich. Und wenn das nicht mehr so ist, dann bin ich nicht mehr ich selbst. Das Reale hat überhaupt keine Bedeutung mehr. Das Ding ist entscheidend. In dem Fall das Wort vegan. Die Identifikation mit etwas, was außerhalb unserer selbst liegt, geprägt durch unsere Erziehung, Umwelt und auch durchaus eigene Entscheidungen, das ist das Grundübel der Menschheit. Viele haben die Bindung zu sich selbst verloren und fragen sich, wer bin ich? Und dann suchen sie im Denken oder auch in Gefühlen Antworten, die aber auch in den Zuordnungen von Dingen auch eben bloß konditioniert sind. Egal ob diese Dinge materiell oder ideologisch sind. Das führt dazu, dass die Menschen sich ein Leben lang von Ding zu Ding hangeln und hoffen, diese nicht zu verlieren und sich selbst nicht zu verlieren. Oder sie erkennen, wenn sie über eine starke Präsenz oder eine Wahrhaftigkeit verfügen, wie verloren sie sind und unglücklich und werden depressiv.
Aber dann hat man eine große Chance, das hinter sich zu lassen. Depression kann ein Segen sein. Not kann ein Segen sein. Sie befreit von der Identifizierung mit dem Ding. Sie lässt uns im luftleeren Raum schweben. Ja, man kann da leicht Angst bekommen. Und wir fühlen uns dabei unwohl. Aber auch nur deshalb, weil man dieses Gefühl der Depression Krankheit nennt. Aber es ist eben auch eine Chance. Es reicht aber auch ohne Depression vollkommen aus, sich dessen bewusst zu sein, dass man identifiziert ist mit den Dingen. Man kann dies, wie gesagt, nur sehr schwer vermeiden. In unserem westlichen Kulturkreis sowieso nicht. Aber man kann sich dessen bewusst sein und an seiner Bewusstheit arbeiten, Achtsamkeit täglich pflegen, Menschen zuhören, die eine andere Meinung haben, bewusst sich auch mal von den Dingen lösen. Stichwort Minimalismus. Neue Sachen ausprobieren, nicht stehen bleiben. Aber dass das nicht stehen bleiben, nicht wieder als Konzept gedanklich manifestieren, sondern das einfach tun, einfach tun, einfach sein. Die Lösung vieler menschlicher Probleme liegt nicht darin, etwas dazu zu bekommen, ein neues Konzept oder eine neue Lebensweisheit, eine neue Ernährungsform. Das kann alles helfen, wenn man es tut, aber nur dann, wenn man sich nicht damit identifiziert und damit wieder sein Selbst nach außen verlagert. Ihr seid, wer ihr seid, und das ist idealerweise nichts. Ich wünsche euch einen tollen Tag und eine tiefe Bewusstheit und ja, freue mich, dass wir uns morgen hoffentlich wiedersehen. Euer Christian. Tschüss.